In Kult und Trends geht es heute um den Godfather des Soul. Sie denken wahrscheinlich direkt an James Brown. Wir meinen aber Bobby Bird, den Mann, aus dessen Feder die Riesenhits wie zum Beispiel Sex Machine stammen. Der große alte Meister des Funk war gerade in Hamburg, zusammen mit seiner Frau Vicky Anderson, um ein neues Album aufzunehmen. Sein erstes richtiges Studioalbum. Wenn man sie so beim Spaziergang sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass diese älteren Herrschaften die schwarze Musik revolutioniert haben. Haben sie aber. Bobby Bird hat für James Brown, den egozentrischen Paten des Soul, seine größten Hits unter anderem auch Sex Machine geschrieben. Seine Ehefrau Vicky Anderson, ebenfalls eine Veteranin der James Brown Organization, gilt als das verkannte Stimmgenie des Soul. Im letzten Jahr immerhin für einen Grammy nominiert. In Hamburg waren die beiden, um Bobbys erstes Studioalbum namens On the Move für das Soulciety Label aufzunehmen. All right, on to the next one. Wir sind familienorientiert. So oft sie können, treten unsere Kinder mit uns auf. Deshalb verstanden wir uns auch sofort mit den Jungs von Soulciety und ihrer Funky Family. Sie haben die gleiche Einstellung wie wir. Wir sind auf all unsere 7 Kinder stolz. Momentan freuen wir uns natürlich vor allem für Carlene und ihre Karriere. Es scheint ihr sehr gut zu gehen. Carlene Anderson blieb nach einem Auftritt mit ihren Eltern vor 3 Jahren in London, um Sängerin der Young Disciples zu werden. Deren Debütalbum Road to Freedom, natürlich mit Carlene, gilt mittlerweile als beste britische Soulplatte aller Zeiten. Well, it was 60 songs. Beim Grammy für die beste R&B-Sängerin im letzten Jahr waren 60 Songs nominiert. Von Frauen wie Gladys Knight, Patti LaBelle und Whitney Houston. Und dazwischen war ich, Vicky Anderson. Als James Brown 1952 aus dem Gefängnis kam, nahm ihn die Bird-Familie als Ziehsohn auf. Bobby holte ihn in seine Combo The Flames, die James 4 Jahre später verließ. 1959 holte Mr. Brown seinen Freund Bird wieder zu sich. Doch für über 40 Hits bekam Bobby nicht einen Cent. Er ist immer noch ein Bruder für mich. Wir lebten 3 oder 4 Jahre zusammen. Meine Mutter nahm ihn damals auf. Sie hatte schon 5 Kinder. Er war das 6. Obwohl viel passiert ist, liebe ich ihn alles in allem immer noch. Es gab gute, sehr gute Zeiten, aber es gab auch schlechte. Trotzdem, James ist ein Bruder. Oh, please! That's Bobby and that's James. Of course, Bobby hasn't been treated right. Natürlich ist Bobby nicht richtig behandelt worden, was die finanzielle Seite angeht. Aber Bobby erinnerte sich gestern Nacht im Hinblick auf das Interview, dass alle anderen Bandmitglieder sauer auf ihn waren, als er James zum ersten Mal mit zur Probe brachte. Es gab das Gerücht, dass sich James einer Geschlechtsumwandlung unterziehen wollte, um mich zu heiraten. Es soll überall gestanden haben. Ich selbst hab's nie gelesen, aber so wie mich die Leute anguckten, hatten die es gelesen. Glaub mir, nicht mal das würde helfen. Wir redeten darüber und James sagte, er stecke nicht dahinter. Ich wusste, dass ich nichts damit zu tun hatte. James nahm mich rüber zu sich ans Fenster und sagte, guck dir all diese Menschen an. Die können doch glauben, was sie wollen, aber denk nur an das Geld, das sie durch die Türen tragen. Da war ich nicht mehr so aufgeregt. Aber am Anfang... Bobby Bird und Vicky Anderson.
die wahren Pateneltern des Soul. Get on the moon.